Ich rieche Gold, Gold, Gold und Backspin TV. Mein Name ist Curse und ihr seid hier bei Backspin TV, Backspin TV mit Curse für euch. Viel Spaß. The B, the A, the C, the K, the S, the P, the A, the M, T, V. Tourstop Hamburg, 5. November. Mitten in der Tour und da wir es leider vorher nicht mehr ganz geschafft haben, uns zu unterhalten, wollen wir es nochmal nachholen, um jetzt noch ein bisschen über dein Album zu unterhalten. Das Ganze ist jetzt ja schon ein bisschen über einen Monat auf dem Markt. Da ist es jetzt ganz interessant zu hören, mit Platz 12 in den Charts. Wie ist für dich persönlich dein Resümee, so einen Monat, nachdem es auf den Markt gekommen ist? Ich bin super happy. Also die 1 wäre natürlich noch ein Stückchen schöner gewesen, aber 12 ist völlig cool, 12 ist super nice und das Album ist in einer extrem starken Chartswoche rausgekommen. Das heißt, die 12 wäre im Sommer wahrscheinlich eine 2 gewesen, wegen den Verkäufen und so weiter und so fort. Aber ich habe ja immer das Glück, dass ich immer in so Wochen komme, wo wahnsinnig viel in den Charts passiert. Keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt auch mit mir selbst eine Vereinbarung getroffen, ab jetzt nur noch im Sommerloch zu releasen. Mal gucken. Wie war denn das persönliche Resümee der Leute? Also wie ist denn das Feedback oder vielleicht von den Kritikern gewesen? Bist du damit zufrieden? Also dieses Mal habe ich mir echt vorher gesagt, so, weißt du was, ich hebe einen riesen Scheißhaufen drauf, was die Kritiker sagen, was in den Magazinen steht, was auf den Internets ist, interessiert mich nicht. Okay. Weil das ist ein Album für die Leute und mich interessiert, was die Leute sagen. Und dann bin ich mit der Attitüde da reingegangen und 95% der Kritiken sind super positiv und ich war so, oh krass. Okay, ich wollte ja eigentlich echt drauf kacken, aber jetzt finde ich das irgendwie doch schon sehr gut, dass die Leute, ja, also ich bin super happy, wirklich jetzt ohne Scheiß. Also viele Sachen, die ich gelesen habe, sind sehr positiv und ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele Leute gecheckt haben, worum es geht auf dem Album und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Wichtigste ist echt, dass ich das Gefühl habe, die Leute haben das verstanden und die Leute haben die Sachen, für die ich mir echt die Kante gegeben habe, so, die haben die auch gehört. Weißt du? Und das ist natürlich geil. So oft vergebens versucht die Vergangenheit zu verändern, um uns den Weg zu ebnen, auf dem wir wachsen und leben können, zu zweit, als miteinander vereinen, statt aneinander vorbei. Doch jeder Einzelne bricht einem Mann in zwei. Wir haben beide das Gefühl, in der Partnerschaft nicht wir selbst zu sein. Und wenn es weh tut, warum tun wir es uns an? Und wenn Glück hier drin nicht zu finden ist, wonach suchen wir? Wir haben im Heft ja schon viel darüber lesen können, wie arbeitsintensiv dieses ganze Thema war, wie diese Marius Müller-Westernhagen-Freiheit-Geschichte abgelaufen ist. Jetzt bist du auf Tour und jetzt kommen die Leute und hören sich das an. Und siehst du für dich einen Unterschied A in dem Publikum und B auch in dem Feedback, das dir das Publikum gibt? Ich merke auf jeder Tour, dass das Publikum sich immer ein bisschen verändert. Ich glaube, das liegt auch daran, dass auch die jeweilige Single, ja, oder die jeweilige Kampagne vielleicht bestimmte Leute zieht und andere Leute dann wieder nicht zieht. Also du hast zum Beispiel gemerkt, als Gangster-Rap angesagt war, waren viel mehr Kids da. Ja? Du merkst jetzt, dass das Publikum eigentlich wieder ein bisschen erwachsener geworden ist. So vielleicht vergleichbar ungefähr mit dem Publikum, was auf der Innere Sicherheitstour da war. Und was ich auf dieser Tour merke, was ich auch irgendwie krass finde, ist, dass die Leute ganz krass so konzentriert so an dem hängen, was da passiert auf der Bühne. So, das ist, also so war es bei den ersten zwei Shows, ich weiß nicht, heute Abend ist es vielleicht ganz anders, aber bei den ersten beiden Shows war es wirklich so, dass du gemerkt hast, die Leute wissen ganz genau, warum sie da sind. Da hat sich keiner hin verirrt. Wenn Leute kommen und wissen, ich gehe aufs Curse-Konzert und das kriege ich da und das erwarte ich da. Und die stehen da und gucken und wissen, so, jetzt gib mir das. So. Okay, and roll playback.
Wir haben es überschätzt, wir haben gehofft, dass aus Differenzen noch Liebe wächst. Wir haben befürchtet, dass irgendwann alles kommt, wie es muss. Und doch kämpfen wir beide noch bis zum Schluss. Kämpfen. Oder was für Ideen hattest du besondere für diese Tour? Was hast du gemacht auf der Bühne? Also, ich bin mit kompletter Liveband unterwegs. Es gibt keinen DJ dieses Mal. Wir arbeiten sehr wenig mit Samples. Wir versuchen alles oder fast alles, so gut es geht, live zu spielen. Ich habe zwei Leute für Gesang dabei, zum ersten Mal auch, die Mariama und den Samir, also zwei unglaublich gute Sänger und eine, also Sänger und Sängerin natürlich. Und das schafft auch nochmal einen anderen Aspekt. Also die ganzen Hooks kommen nicht von Band, sondern die werden live performt. Die beiden haben es super nice auch neu interpretiert teilweise. Und es entsteht eine ziemlich geile Energie auf der Bühne, weil alle Leute in meiner Band auch richtig Bock haben und hungrig sind. Und das merkst du auch so während der Show, dass die Bock haben, dass die Drive haben. Und das überträgt sich aufs Publikum, das finde ich killer. Und das Besondere ist halt einfach, dass wir Musik machen, dass wir auch die Songs, die sehr sample-basiert sind, zwar jetzt nicht total anders spielen, so dass du erkennst, du kommst und hörst natürlich, wenn Denk an mich kommt, dann weißt du, aha, jetzt kommt Denk an mich. Aber wir erweitern die Songs. Wir bauen die aus, wir bauen die Arrangements aus, wir fügen Elemente dazu, so als würden wir sie nochmal neu produzieren. Das ist geil. Ich habe einfach für mich künstlerisch als MC und auch als Musiker damit abgeschlossen, mich selber zu boykottieren, mir selber Grenzen zu setzen und selber zu sagen, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Und ich habe einfach jetzt den radikalen Schritt gemacht, zu sagen, ich mache einfach. So, ist mir scheißegal. Und ich ziehe das durch und ich mach's und dann schauen wir mal, was passiert. So, ich spring mal ins Wasser und dann schauen wir mal, wie warm es ist und dann gucken wir mal. Schwimmen kann ich, also kann nichts schief gehen und bumm. Und so ist es auch mit der neuen Single. Also ich habe echt Bock und ich gucke echt so mit freudiger Erwartung dahin, so was da passiert. Und ich freue mich einfach, dass sich die Dinge so bewegen, dass wir die Möglichkeit haben, sowas zu machen. So. Das finde ich geil. Und dann schauen wir mal, was passiert. Er kriegt es schnell gut aus. In der Kamera sieht es wirklich gut aus. Ich glaube, das wird was. Dann kriegt er auch ein Eis von uns. Okay. Go! Nochmal ganz kurz zu den persönlichen Wegen bei dir kommen. Was sind jetzt nach dem Album, darf man natürlich noch wieder lauter nachrufen, was kommt als nächstes? Was sind die nächsten Pläne, Ziele, live, auf Platte, was kommt? Also als allererstes ist es so, das Album ist jetzt wo wir sprechen, seit 5 Wochen draußen. Das heißt, es ist noch taufrisch. Weil also wenn du ein 5-wöchiges Baby hast, so, dann bist du immer noch so, okay. Weißt du, dann ist man immer noch, dann denkt man immer noch so, ist gerade gekommen. Aber ich bin halt neugierig, deswegen. Also wie gesagt, wir machen jetzt die zweite Single. Dann wird es auch aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn jetzt nicht alles schief läuft und die Welt untergeht, eine dritte Single geben zum Album. Welche ist noch nicht raus? Die Tour jetzt läuft gerade. Wir werden im November, Dezember auch einige Einzelshows spielen. Wir machen ein paar Fernsehshows für die Single und so weiter und so fort. Das heißt, bis Weihnachten, Neujahr werden wir auf jeden Fall fett in der Promotion von dem Album sein. Februar, März gibt es eine große Tour, wo wir auch Österreich und Schweiz spielen werden und wo wir dieses Live-Konzept, was wir jetzt gerade bauen, nochmal weiterführen werden und noch weiter ausbauen werden. Und dann schauen wir mal. Zu der Zeit wird wahrscheinlich auch die dritte Single kommen. Und ich bin selbstverständlich schon an neuen Sachen dran. Also ich habe schon angefangen zu arbeiten und habe gestern meiner Band auch schon ein paar Sachen vorgespielt, so mal so Sneak Preview-mäßig. Aber das ist jetzt noch, ja, ob das jetzt ein neues Album wird oder ob das B-Seiten werden oder so, das werden wir sehen. Also jetzt ist erstmal voller Fokus auf das Album. Und ich glaube, dass da ist auch genug drin, um sich damit mal ein paar Monate zu beschäftigen. Schöne Schlussworte. Das war's mit Curse. Wir sind Backspin TV. Ihr werdet Curse noch auf vielen Kanälen, wie ihr eben erfahren habt, noch sehen können in den nächsten Monaten. Die Live-Show habt ihr erstmal verpasst. Neue Tour kommt also, wie gesagt, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, Februar, März, genau. Soweit war's das mit uns. Ich sage vielen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht und wir sind raus. Tschüss.